ihn durchkommt, der kommt schnell vorher bei uns vorbei. Auf dem Weg zu ihrem Konzert, halt bei Gottschalk Live, Dionne Bromfield. Christian, hä? Hey. Welcher Glanz in unserer Hütte? Hi. Hi. Pleasure. He broke his leg when he went to the CD store to buy a new album. Sorry. Das ist your strawberries? Selbstverständlich. Es ist doch schön, wenn Kinder gesund essen. Also Tante hat ja nicht so gesund gelebt. You want to eat this? No. I'll have it after. You have it after. Das esse ich später. Das kannst du so lange essen. This is German strawberries. Really sour. The best strawberries in the world. Das sind die besten Erdbeeren auf der ganzen Welt, oder? Aber nicht so sauer wie die englischen. English strawberries, I think, are even sourer. Yeah, they're alright. Ja, aber die sind schon in Ordnung. So, also, 16 Jahre alt. It's incredibly young. 16 Jahre. Du gehst in eine Musikschule und machst gleichzeitig Schulausbildung und Musik. Yeah, so it's Sylvia Young's, it's a theatre school, it's from... Ja, es ist eine Theaterschule und da geht man 6 bis 11 hin und ich habe jetzt nur noch ein paar Monate Schule und dann bin ich fertig und dann kann ich nur noch singen. Wenn du heute ein Konzert in Berlin hast, kriegst du da schulfrei oder sind gerade Ferien? Well, actually, I've had... Ich hatte sogar 3 Wochen frei. Das war ganz gut. Ich war in Brasilien, in der Schweiz und jetzt bin ich hier wegen dir. Und für ein Konzert in Berlin. Nun bist du zarte 16. Ich habe in meinem Leben schon so viele Künstler kennengelernt und ich habe junge Künstler kennengelernt, ältere. Die einzige Chance, diesen Beruf durchzustehen, ist es, wirklich Spaß daran zu haben. Und wie ich dich heute Nachmittag getroffen habe, habe ich gesagt, dieses Mädchen hat wirklich Spaß. Die ist nicht getrieben, der geht es nicht nur darum, ich will die Nummer 1 Künstlerin sein, sondern you have fun. Habe ich das richtig gesehen? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das, was ich tue. Also ich mache das ja schon, seit ich 10 bin und ich glaube, auftreten, das ist das Tollste. Natürlich bin ich auch gerne im Studio bei Aufnahmen, aber es ist auch schön, auf Tour zu gehen und aufzutreten. Das ist eine Riesenehre. Nein. Und deswegen auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch, weil viele Künstler heute sagen, ich stelle mich doch nicht in ein leeres Studio. Du hast deine Gitarristen dabei, Thomas Welcome. Und es gehört Mut dazu, zu sagen, ich performe, egal wo ich bin. Ich singe am Flughafen, wenn da ein paar Leute stehen. Ich singe in einem Studio für hier 2 mittelältere Herren und macht trotzdem Spaß. Was ist dein Ziel? Also sagst du, ich will eines Tages etwas sein wie Aretha Franklin, eine Legende, oder ich will nur ein Number-One-Hitstar sein? Naja, eine Legende, das wäre natürlich ganz toll. Eine Nummer 1 auch nicht schlecht, aber... Dann machen wir das, was du jetzt am besten kannst, perform. So, Yeah, Right, das ist dein aktueller Hit, den wirst du jetzt performen. Ich werde versuchen mit meiner ganzen rhythmischen Kraft, aber only if Thomas tells me to do it. Okay, here we go. Dionne Bromfield, Yeah, Right. You didn't give up. Maybe you got pinned down by all the weight of gifts that you were bringing me to show the love. Maybe you got lost on the way back to my house. Maybe you called and I was on the phone. Maybe you thought if you were late I'd throw you out. Maybe you think I like being on my own. Yeah. Yeah, right, I mean honestly, you lied to me.
Es ist Zeit, etwas zu verändern. Mit zukunftsorientierten Projekten der erneuerbaren Energien. Unabhängig von Staatsverschuldung, Banken und Börsenkrisen. Investieren Sie bei Procon. Seit 2006 jährlich 8% Zinsen durch faire Gewinnbeteiligung. Jetzt kostenfrei informieren unter 0800 4888 555. In Darkness. In der Tradition von Schindlers Liste und Der Pianist. Was ist mit dem Ghetto passiert? Das Ghetto ist leer. Nominiert für den Oscar. In Darkness, eine wahre Geschichte im Kino.